Liebe Zuschauer, hier bei der Fernsehwerft ist der Sommer noch nicht angekommen. Guten Morgen, Dr. Alexander Hildebrand. Schönen guten Morgen. Ganz ehrlich, sagt seit Tagen, jeden Tag wird es ein bisschen wärmer. Und ich gucke dann immer hoch, wir gucken gemeinsam. Da ist nichts mit Wärme und Sonne. Nur 3 Kilometer von uns entfernt scheint da hinten die Sonne. In West-Berlin wieder, das ist klar. Ja, es ist übrigens der Ost-Berlin da hinten in die Richtung. Ja, da Osten, ist so West, Westen, ne, wäre hier. Ja. Im Osten geht die Sonne auf. Wir wussten es auch immer. So, wir wollen es mal klären. Du beginnst mit Sonntag. Also der Sonntag ist schon wirklich ein klasse Tag. Wir haben wirklich eine Wetterlage, die wirklich eine warme Luft nach Deutschland bringt und wirklich eine Erwärmung stattfinden lässt. Heute ja schon die 27 Grad. Aber trotzdem sind wir in einer warmen Strömung drin, die uns auch wirklich einen sehr, sehr guten Sonntag bringen wird. Und ich bin ja fürs schöne Wetter zuständig, deswegen hier noch ganz viele schöne Symbole dran, ja, damit man auch wirklich hier garantiert sieht, dass es wirklich ein sehr, sehr guter Sonntag wird mit sehr, sehr viel Sonnenschein. Das hier oben, das sind übrigens die Wassertemperaturen von der Ostsee, 7 Grad, Nordsee um die 8 Grad. Also das ist noch etwas frisch. Okay. Wann geht das hier los? Heute schon oder auch erst am Sonntag? Nein, die Sonne wird schon auch noch deutlich rauskommen heute, aber natürlich ist wir auch gerade im Ende April, Anfang Mai ist schon eine Wetterlage, Übergangsjahreszeit, wo schon auch insgesamt noch mal sehr, sehr viele Wolken gerne dabei sind. Wann wird es im Nordwesten eher wechselhaft? Im Südosten schon so ein bisschen der Hochsommer, den man sich verspricht? So naja, Sommer. Dieses Wechselhafte kommt schon jetzt in diesem Fall durch das England-Tief, also da ist wirklich nicht weit von uns entfernt sozusagen ein Tiefdruckgebiet mit sehr vielen Wolken, dadurch diese Schauer am Sonntag im Nordwesten, auch ein paar etwa dichtere Wolken, ja, und im Osten deswegen das freundlichere Wetter und natürlich auch in München. Ist jetzt der Moment, wo ich den Dienstag ranklebe? Jetzt wäre der Dienstag eigentlich ein passendes Gesprächsthema, weil dann starten wir in den Mai. Endlich, ja, ist der Wonnemonat dann da und es klappt auch sehr gut, weil die Sonne bleibt, Temperaturen nicht mehr ganz so warm, aber immer noch in Ordnung und die einzige Wermutstropfen dann in diesem Fall, dass dann etwas feuchtere Luft im Süden ankommt, die Schauer hier, Kölner Raum zum Beispiel, weggehen, aber im Süden feuchtere Luft da ist und dann ist etwas leicht unbeständig sein kann, aber im Norden bleibt es auf jeden Fall bei dem Sonnenschein und auch die Temperaturen werden am Dienstag, am 1. Mai echt gut sein. Aber es bleibt ja nicht bis zum Sommer, Juli, August so, ne? Wann ist wieder vorbei mit dem guten Wetter? Das müssen wir noch klären, Ingo. Also bei den Eisheiligen müssen wir noch durch und die sind erst Mitte Mai und die werden wahrscheinlich auch mit etwas kühleren Temperaturen kommen. Alles klar. Dankeschön, Dr. Alexander Hildebrand. Jetzt gibt es etwas, das im deutschen Fernsehen so noch nie gab. Wir geben gleichzeitig unsere beiden Mikros weiter. Bitteschön. Dankeschön.